Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Arturia haben das neue Update zu Minifreak bzw. Minifreak V rausgebracht und das will ich mir mit euch angucken, checken, was neu ist und vor allen Dingen mir am Ende die Frage stellen, ob ich mir die Hardware holen sollte oder bei der Software bleibe. Let's go! Das neue Update ist für die Hardware, aber auch die Software, was ein bisschen verwirrend sein kann. Am Anfang konnte man die Software nicht separat kaufen. Die gab es immer nur kostenlos zur Hardware dazu. Mittlerweile geht es aber. Einen Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Da ich die Hardware leider noch nicht habe, aber einen Minilab 3, werden wir uns die Software angucken, die Oberfläche von dem Ganzen, wie das überhaupt funktioniert, ein paar Presets checken, damit wir auch wissen, wie so eine Simulation von Arturia über ihre eigene Hardware klingen kann. Gucken uns an, was neu dazugekommen ist und ob sich das Upgrade auf die Hardware lohnt. Bevor wir das machen, noch eine kurze Bitte. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Abonnieren und die Glocke drückst. Dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Supportest den Kanal und verpasst auch kein Video mehr. So sieht das Interface der Software aus, was eine ziemlich exakte Kopie der Hardware ist. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze als Plugin zu benutzen oder als Standalone-Version, worüber wir auch das Update der Hardware steuern können. Wir haben drei Ansichten. Home ist ziemlich basic. Da haben wir die Oszillatoren, Filter und die Effekte, natürlich hier unten unsere Keys. Und wenn wir nur mit Presets arbeiten wollen und da durchgehen, dann ist das eigentlich auch ausreichend. Wenn wir aber ein bisschen mehr ins Detail wollen, dann switchen wir zu Advanced. Hier können wir noch mehr ins Detail gehen. Wir können die Voices einstellen und LFOs und können zum Beispiel hier unten auch den LFO-Shaper benutzen und den uns auch zeichnen, so wie wir das gerne wollen. Im Sequencer haben wir die Möglichkeit, noch mehr ins Detail zu gehen. Wir können hier den Arpeggiator steuern, wie wir wollen. Wir können auch die Längen der Bars nochmal ändern und haben hier nahezu keine Begrenzung, was die Kreativität angeht. Neu dazugekommen, weil viele sich das gewünscht haben, sind hier die Wavetables bei den Oszillatoren. Die findet ihr hier ganz unten. Und dann habt ihr hier nochmal ein neues Menü, wo ihr die unterschiedlichsten Tables euch aussuchen könnt. Und ich kann euch sehr empfehlen, hier mit dieser Weite zu spielen, weil das macht auf jeden Fall sehr viel Sound nochmal. Hier kann man sich auf jeden Fall auslassen, das Ganze auch automatisieren. Wir haben bei den Effekten einen neuen Effekt, der nennt sich Super Unison. Der macht aus diesem Mono-Synthesizer ein Stereo. Effekt, der sehr viele Töne mit sich bringt. Wenn wir hier im Vergleich zum Chorus uns das anhören, merken wir schon, da ist wesentlich mehr nochmal unterwegs. Den LFO-Shaper können wir hier in 16 Schritten bearbeiten, können aber, wenn wir Shift drücken, auch daraus einen großen machen und den dann hier bearbeiten. Es sind neue Presets dazugekommen, die auch optisch ein bisschen angepasst wurden. Wir haben jetzt hier unter jeder Kategorie nochmal so ein Bild. Das heißt, wir können hier vielleicht ein bisschen schneller uns noch zurechtfinden. Wir können hier, wenn wir auf die Bibliothek drücken, dann auch diesen Explorer öffnen, den wir auch schon von Analog Lab in der Art kennen. Wir können hier nach Types und Styles unterscheiden und hier relativ schnell und Sounds raussuchen, die wir haben wollen. Hören wir uns noch ein paar Presets an. We'll be right back.
Sehr coole Sounds, gefallen mir sehr gut. Ein kleiner Tipp, wenn ihr auf der Suche nach Inspiration seid, dann könnt ihr hier die Chord-Funktion benutzen, falls ihr hier nicht eh beim Minilab vielleicht oder was auch immer ihr für ein Keyboard habt, eh schon Chords spielen könnt, könnt ihr hier im Modus Chords sagen, okay, wir wollen hier Major Chords, könnt ihr auch sagen, was für welche, und dann könnt ihr die hier an- oder ausstellen. Und ein zweiter sehr guter Ort für Inspiration sind natürlich hier die Sequenzen. Wir können hier so ein bisschen durch und hören dann schon so ein paar Melodien, wo wir vielleicht auf die Idee kommen und sagen, ah, okay, das kann ich nutzen, vielleicht nicht genau so, wie es da gespielt ist, aber ähnlich. Sehr lohnenswert, sich das auf jeden Fall mal anzugucken. Die Software macht auf jeden Fall richtig Spaß und wird in den nächsten Produktionen auf jeden Fall zum Einsatz kommen, gerade weil ich auch das Gefühl habe, ich bin noch ganz am Anfang, was die Möglichkeiten angeht, die Mini Freak V hier zu bieten hat. Die große Frage, ob ich mir die Hardware holen werde, kann ich eindeutig mit "Ich habe keine Ahnung" beantworten. Auf der einen Seite finde ich die Software richtig gut. Ich finde, die Sounds gefallen mir gut. In Kombination mit dem Minilab macht es auf jeden Fall Sinn. Auf der anderen Seite habe ich hier schon Videos gesehen, die die Hardware mit der Software vergleichen. Und da schneidet die Hardware schon ein bisschen voller und geiler ab. Außerdem ist es natürlich nice, auch Knöpfe zu drehen und Dinge anzufassen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was würdet ihr tun? Würdet ihr sagen, okay, Software reicht komplett aus und ich kann unglaublich viele von diesen Mini Freak V Versionen in mein Projekt ziehen, oder würdet ihr sagen, nee, Hardware, ich will das anfassen und ich will diesen analogen fetten Sound haben, den die Software vielleicht noch nicht richtig hinkriegt. Das Mini Freak, also die Hardware, kostet aktuell bei Thomann 589 Euro. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung, und bei Plugin Boutique kannst du die Software kaufen. Eine Mini Freak V kostet da 197 Euro, und wie ihr Plugin Boutique kennt, gibt es da auch mal ein Plugin noch umsonst, oder ihr kriegt diese Punkte und könnt die dann eintauschen. Also meistens ein ganz guter Deal. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Du solltest davor aber auf der Seite von Arturia gucken, weil die haben aktuell noch 50% Sale. Wenn du dir die Hardware kaufst, kriegst du natürlich die Software kostenlos dazu, und die Links, die ich benutze, sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn du darüber einkaufst, kriege ich einen kleinen Prozentsatz davon ab. Du zahlst aber nicht mehr. Wenn dir das Video gefallen hat und du ihn nicht mehr brauchst, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Daumen da lässt, im Idealfall natürlich nach oben. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail, die findest du unten in der Beschreibung. Mit einem Abo gehst du sicher, dass du kein Video mehr verpassen wirst. Außerdem kannst du mir mit dem Thanks-Button hier Strom oder einen Kaffee finanzieren. Mehr Videos findest du hier auch auf dem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.